Hi, ich bin Helena. Ich habe den Master Zell- und Molekularbiologie hier an der FAU in Erlangen gemacht. Ich bin die Cornelia und ich habe hier den Bachelorstudiengang Biologie und den anschließenden Masterstudiengang Molekular- und Zellbiologie studiert und ich bin mittlerweile Doktorandin. Und in den nächsten paar Minuten will ich euch ein bisschen was über mein Studium hier erzählen. Also insgesamt kann ich sowohl den Bachelor Biologie als auch den Master hier sehr empfehlen. Mir hat sowohl die Organisation der Studiengänge sehr gut gefallen. Die Modulauswahl, finde ich, ist sehr, sehr, sehr groß. Ob man sich jetzt für Genetik interessiert, für Virologie, Immunologie. Ich finde, es sind sehr viele Lehrstühle hier an der Universität, für die man sich entscheiden kann, wo man dann eben durch Praktika sein Wissen vertiefen kann und wo man letzten Endes dann auch die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit durchführen kann. Mir hat am Master hier in Erlangen besonders gefallen, dass vorgesehen ist, dass man vier verschiedene Praktika, vier verschiedene Module belegt. Man kann sich einerseits in eine Richtung fokussieren. Ich habe beispielsweise zwei Module in der Entwicklungsbiologie belegt oder aber auch eine Vielfalt machen, das heißt in ganz andere Fächer reinschnuppern, wie beispielsweise Paläobiologie, also in Richtung erdzeitliche Analyse von Daten gehen. Eine ganz andere Richtung, als man sonst im Biologiestudium kennenlernt, klassischerweise. Das Modul, in dem wir die Embryonalentwicklung des Frosches uns angeschaut haben, hat mir ganz besonders gut gefallen. Wir haben verschiedene Methoden benutzt, um die Embryonalentwicklung zu analysieren. Wir haben die befruchteten Eizellen mittels Injektion manipuliert, dahingehend, dass der Frosch ein bestimmtes Gen zum Beispiel überexprimiert oder dass wir einen Funktionsverlust eines Gens bewirken können. Und dann haben wir uns mittels Mikroskopie und spezieller Färbungen die weitere Embryonalentwicklung des Tieres angeschaut und konnten somit morphologische Entwicklungsdefekte feststellen. Also was für mich zu Beginn im ersten Semester vom Bachelor die größte Herausforderung war die Klausurvorbereitung. Also man kommt vom Gymnasium und hat wahrscheinlich das Abitur auch mit geringerem Lernaufwand bestanden und dann kommt man an die Uni, wo man schon sehr auf sich gestellt ist. Also man hat zum Beispiel diese großen Bio 1 bis 4 Vorlesungen, wo eine unglaubliche Stoffmenge behandelt wird, wo es prinzipiell vor allem auch darum geht, dass man viel auswendig lernen muss. Also es gibt auch Sachen, die man verstehen muss, aber es ist auch sehr viel auswendig lernen dabei. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das vollkommen unterschätzt. Also ich bin an die Sache herangegangen wie ans Abitur, dachte, das geht schon, auch mit weniger Lernen. Hat nicht funktioniert, ich bin dann ordentlich durch die erste Klausur gerasselt, musste diese wiederholen und habe dann richtig gelernt, wie man lernen muss. Also das muss, denke ich, jeder für sich rausfinden, ob er am liebsten in die Vorlesung geht, dort alles mitschreibt, ob er in die Vorlesung geht, sich einfach nur alles anhört und die Informationen im Kopf sammelt oder ob er vielleicht gar nicht in die Vorlesung geht. Gibt es auch Leute, die sich das Ganze dann am liebsten über Lehrbücher aneignen. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg. Den Weg muss jeder für sich finden, wie er am besten lernen kann. Für mich mit am spannendsten von meinem Masterstudium hier war, ein bisschen vom normalen Weg abzuweichen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein 6-monatiges Praktikum in Indien während meines Studiums gemacht. Also mein Tipp für euch ist, werdet selbst aktiv. Es gibt schon ganz viele Angebote für Stipendien innerhalb von Europa, wenn ihr andere Labore besuchen möchtet. Es gibt Möglichkeiten von bestehenden Kooperationen, die Professorinnen und Professoren hier haben, da in andere Labore reinzuschnuppern. Das heißt, wenn euch interessiert, wie Forschung in anderen Ländern oder auch einfach nur an anderen Universitäten aussieht, dann werdet selbst aktiv. Es gibt Möglichkeiten, da Gelder und Kontakte herzustellen.